Sie will die Ostfront kommandieren. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 3. Januar. Das sind einige unserer weiteren Themen. Futurium, Tempel des Wahns. Lager, grausame Rheinwiesen. Silvester, gute Nacht BRD. Sachsen, stark ins neue Jahr. Christine Lamprecht will jetzt die NATO-Ostfront kommandieren. Kaum war die Verteidigungsministerin den Pyrogefechten an Silvester mit zerzausten Haaren entkommen, schickte sie schon am Neujahrstag neue Panzertruppen Richtung Russland. Sehen Sie einen Ausschnitt aus einem Bundeswehr-Werbevideo von der Baltischen Front. Am 1. Januar übernahm die Bundeswehr das Kommando der sogenannten Speerspitze der NATO-Schnelleingreiftruppe an der Ostfront. Und das, obwohl der Puma-Panzer zuletzt mit einem Totalausfall glänzte und im Manöver alle 18 Kettenfahrzeuge versagten. Warum zieht die Böller-Oma trotzdem mit ihrer Trümmertruppe gegen den russischen Bären? Darüber diskutieren unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Wenn es dieses Jahr zu einem Krieg, zu einem direkten Krieg mit Russland kommt, dann würden deutsche Soldaten an vorderster Front in erster Linie stehen. Denn seit dem Jahreswechsel ist Deutschland die Führungsnation in der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Kurz VJTF, also es steht für was anderes, Very High Readiness Joint Task Force. Die wurde gegründet im Jahr 2014, da hat sich ja der Ukraine-Konflikt zugespitzt und da war es Teil der Abschreckungsstrategie gegenüber Russland, dass man diese Truppe ins Leben gerufen hat. Betont wird immer die Schnelligkeit der Truppe, also die schnellsten Kräfte müssen da innerhalb von 48 Stunden bereitstehen und die Bundeswehr unterstützt das Ganze mit 8000 Soldaten seit dem 1. Januar. Und eigentlich war es ja auch geplant, dass hochmoderne Puma-Panzer zum Einsatz kommen sollen. Und da sind wir beim Thema. Wir haben das Ganze ja schon besprochen in einer Sendung. Denn das Ganze war ein Komplettfiasko. Es gab eine Generalprobe für diese Puma-Panzer. Alle sind ausgefallen. Kabel haben gebrannt. Türme waren defekt. Und deswegen müssen jetzt alte Marder-Panzer eingesetzt werden. Und die Frau, die dafür verantwortlich ist, die kennen wir alle. Das ist Böller-Oma Lamprecht, die wild gefeiert hat zu Silvester und verhängnisvollerweise eine Neujahrsansprache gehalten hat. Ja. Ich meine, diese Schnelleingreiftruppe, also man muss unterscheiden, es gibt die Schnelleingreiftruppe, das sind 50.000 Mann, die gibt es im Grunde schon seit den 80er Jahren, wurde aber nicht groß eingesetzt. Und dann gibt es jetzt die superschnelle Eingreiftruppe, auch als Speerspitze bezeichnet. Und in beiden Strukturen ist die Bundeswehr jetzt die Lead Nation, die Führungsnation. Die Schnelleingreiftruppe hat 50.000 Mann und diese Speerspitze 12.000, du hast schon gesagt, 8.000 kommen von der Bundeswehr und alle Panzer für diese Speerspitze stellt die Bundeswehr. Das sind noch andere Nationen dabei, aber die Bundeswehr stellt die Panzertruppe und da waren eben bisher vorgesehen Leo 2, der läuft ja angeblich, und dann die Puma, die eben nicht laufen und da kommen jetzt stattdessen die Marder eben. Ja. Und das Ganze, auch den Einspieler, den wir gesehen haben, spielt sich dann zum Beispiel in Litauen ab. Litauen hat ja eine direkte Grenze zum Reich des Bösen, zu den Russen. Und da ist eine Battlegroup, eine Schlachtgruppe der NATO stationiert, die auch im Rahmen dieser Schnelleingreiftruppe funktionieren soll. Und die hat 1600 Mann. Und da ist auch Deutschland der stärkste Truppensteller. Was jetzt die Speerspitze angeht, wo die Bundeswehr ab 1. Januar die Führung übernommen hat, die hatte Stabshauptquartier in Stettin, also in Polen. Mhm. Und geplant ist, wenn es zum Worst Case kommt, zum schlimmsten Fall, zum Kriegsfall, dann sollen eben die designierten Verbände aus Deutschland, zum Beispiel Panzergrenadierdivision 37, sollen dann
blitzartig zugeführt werden innerhalb von 48 Stunden, wie es heißt. Wobei ich mir da auch meine Zweifel habe angesichts des Zustands der Truppe unter Frau Lambrecht. Also es ist eine ziemlich stumpfe Speerspitze, die sich da bildet. Und das wird natürlich auch vom Ausland ein bisschen kritisch verfolgt. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat jetzt so ein bisschen sanfte Rückendeckung für Deutschland gegeben, hat gesagt, er ist überzeugt davon, dass Deutschland eine wunderbare Führungsnation sein wird. Gut, was will man machen? Man muss ja die Leute ein bisschen aufbauen. Aber insgesamt ist ja die NATO jetzt auf komplette Aufrüstung getrimmt. Also es soll jetzt entschieden werden bis zum Gipfel im Sommer, ob nicht dieser Wert, den man bisher hatte, 2% des Bruttoinlandsproduktes müssen ins Militär gesteckt werden. Das war ja bisher nur ein Zielwert. Das heißt, man arbeitet darauf hin. Deutschland hat es nie ganz erfüllt. Und das soll jetzt möglicherweise zum Mindestwert erklärt werden. Das heißt, dann muss das geliefert werden. Das heißt, die NATO drängt schon darauf, dass ordentlich aufgerüstet wird gegen Putin. Und Antreiber sind da natürlich vor allem Nationen wie Polen und Großbritannien, die ja schon im Zusammenhang mit der Nord Stream Pipeline unangenehm aufgefallen sind. Und wir sollen das Ganze natürlich finanzieren, weil so viel Geld haben die Polen auch nicht. Und vielleicht nochmal zu dieser, ich habe vorhin gesagt, Panzergrenadier-Division. Es ist eine Panzergrenadier-Brigade, Nummer 37, hauptsächlich in Thüringen und Sachsen stationiert, Schneeberg, Marienberg, Frankenberg. Die sollen da also zugeführt werden. Und ich glaube, das Kalkül der Eliten ist nicht, die Bundeswehr kampfbereit zu ertüchtigen, das könnte ja Frau Lambrecht auch gar nicht, sondern die Bundeswehr soll sozusagen einen Stolperstein liefern für die Russen. Und da ist sehr interessant die Übung, die NATO-Übung Anaconda aus dem Jahr 2016, wo die Schnelleingreiftruppe dabei war, das größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg mit 31.000 Mann östlich der Weichsel. Und da gab es ein Szenario, und das nimmt vorweg, wie ein Krieg sich entwickeln könnte. Und zwar, Blau kämpft gegen Rot. Blau ist natürlich die NATO, Rot ist irgendein Feind. Man kann sich natürlich denken, dass es die Russen sind. Und der Zusammenstoß entwickelt sich durch ein Missverständnis, weil nämlich die Blauen, also die NATO, irgendein Manöver machen, was die Russen als Angriff interpretieren. Und dann greifen die Russen selber an. Mhm. Also die NATO hat nicht angegriffen in dem Manöver, aber sie hat den Eindruck erweckt durch einen Fehler, durch ein Missgeschick. Und dann haben die Russen angegriffen. Ja? Und das ist das Problem dieser Stolperdraht oder Stolperstein. Zu dem Manöver hat damals der britische Guardian geschrieben, jedes noch so kleine Missgeschick, das die Russen missverstehen, könnte eine Offensive auslösen. Und für Missgeschicke ist die Bundeswehr prädestiniert in ihrem gegenwärtigen Zustand. Ja? Dann wird es heißen, ja, die Russen haben angegriffen und dann kann man den NATO-Bündnisfall ausrufen. Weil im Augenblick den NATO-Bündnisfall, also den Krieg auszurufen, ist ja nicht ganz einfach, weil da gibt es dann immer Länder, die vielleicht nicht mitziehen. Aber wenn man sagen kann, die Russen haben jetzt angegriffen, dann läuft die Maschine. Ja, ich glaube auch. Also man muss sich ja vorstellen, diese Oma hat 100 Milliarden bekommen, 100 Milliarden Sondervermögen. Und das führt ja zu nichts. Es passiert nichts. Es klappt überhaupt nichts. Von daher ist möglicherweise Lambrecht auch keine zufällige Besetzung dieses Ministeramtes. Sie hat das halt nicht drauf. Also sie wusste ja gar nicht in der Bundestagsdebatte, was ein Panzer ist. Sie hat da erklärt, dass der Gepard kein Panzer ist, weil der hätte so ein Rohr oben drauf, was nach oben schießt. Und das können Panzer nicht. Also völlig verquer. Die hat keine Ahnung, völlig inkompetent. Und was ja Experten auch beobachten, die Bundeswehr würde mit der jetzigen Munition nur wenige Tage durchhalten, wenn es zum Krieg kommen würde. Und man sieht auch, es gibt zwar diese 100 Milliarden, aber es wurde neulich Munition bestellt für Panzerfäuste. Allerdings nicht mehr, wie es ja immer hieß, Zeitenwende, wir bauen jetzt das Militär auf, sondern nur so viel, wie vorher an die Ukraine geliefert worden ist. Das heißt, es ist so eine Art Durchfluss. Es fließt zwar irgendwie zur Bundeswehr, wird dann aber direkt weitergereicht an Kiew, an Selenskyj, um da halt schön Druck zu machen gegenüber Putin. Also es gibt da die Berechnung, dass in der Ukraine von ukrainischer Seite allein an einem Tag so viel Munition verfeuert wird wie in Afghanistan damals in einem Monat. Ja. Also da ist ein immenser Nachschubbedarf und da ist die Achillesferse der ganzen NATO-Konstruktion. Liebe Zuschauer, es bleibt spannend im Ukraine-Konflikt. Schreiben Sie uns gern wieder Ihre Meinung in die Kommentare auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de.
In unserer Kulturecke dreht sich alles um Bücher, Filme, Musik und Lebensfragen. Wenn es um Kriegsverbrechen gegen Deutsche geht, schweigt der Mainstream gern. Doch was 1945... Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.